Heiner Bücker vom Coop Antikriegscafé. Ja, hallo. Also in dieser Woche ist es zu mir klargekommen in der Botschaft, in Washington DC, der venezolanischen Botschaft. Sie wurde vorgestern geräumt, gewaltsam mit Kräften verschiedener US-Behörden, die eingedrungen waren ins Gebäude und die letzten verbliebenen 4 Aktivisten dort im Haus verhaftet haben. Ihnen droht jetzt ein Gerichtsverfahren, wobei sie angeblich bis zu 1 Jahr Gefängnis und eine hohe Geldstrafe zu erwarten haben. Und vorher war es bereits zur Strom- und Wasserabstellung im Gebäude gekommen und es wurde zunehmend schwieriger, Lebensmittel in das Gebäude zu bringen. Und vor 4 Tagen hat es ein Politiker in den USA, Jesse Jackson, der auch früher schon mal als Präsidentschaftskandidat angetreten war, bei den US-Präsidentschaftswahlen, geschafft, eine ganze Reihe von Lebensmitteln unter heftigem Widerstand der Opposition dort ins Gebäude zu verbringen. Und danach hat sich wahrscheinlich dann die Regierung der USA entschlossen, zuzuschlagen und die Leute aus der Botschaft zu entfernen, in der sie nochmal wiederholt hier auf Einladung der venezolanischen Regierung 38 Tage verharrt haben. Das war eine Aktivistengruppe von Code Pink, von Popular Resistance und von der ANSA-Koalition. Heute findet in New York und in Washington eine große Demonstration statt, in Washington vor dem Gebäude der Botschaft, das also jetzt quasi in der Gewalt der Opposition bzw. geräumt wurde. Und dann findet ein Protestmarsch zum Weißen Haus statt, an der hoffentlich sehr viele Leute heute teilnehmen werden. Und wir haben einen Genossen hier in Berlin, der jetzt 3 Wochen in den USA war und auch an der Besetzung, also der sogenannten Besetzung oder Pflege des Gebäudes der Botschaft teilgenommen hat. Und der es uns in der nächsten Woche auch noch berichten wird und auch wahrscheinlich auf dem Kongress am 28. in der Urania, eine Solidaritätsveranstaltung zu Venezuela, die von der jungen Welt veranstaltet wird, auftreten wird und uns weiter über diese Sache berichten wird. Interessant ist also, dass sich jetzt Jesse Jackson in dieses Protestspiel eingereiht hat und heute eigentlich eine neue Antikriegsbewegung in den USA angekündigt hat. Also die inzwischen unterstützt wird, wie gesagt, von Jesse Jackson und auch von Tulsi Gabbard, eine der neuen Präsidentschaftskandidatinnen für die Demokratische Partei, die sich auch mit dem Schutzkollektiv in der Botschaft, also mit den sogenannten Besetzern der venezolanischen Botschaft in Washington DC solidarisiert hat und auch mehrere Male jetzt in öffentlichen Auftritten gesagt hat, dass diese illegale Einmischung in die inneren Verhältnisse Venezuelas aufhören muss. Und darum hat sich also in den USA, also auch in diesem im Zusammenhang mit den Aktionen dieser Friedensaktivisten, eine neue Koalition oder eine neue Gruppe von Politikern zusammengefunden, die sich auch dagegen ausspricht. Die sich gleichzeitig auch ausspricht gegen die Zuspitzung der Eskalation von Drohungen gegen den Iran, also das muss man eigentlich auch im Zusammenhang sehen. Die Bedrohung gegen den Iran, Entschuldigung, ist eigentlich genauso groß wie das, was sich jetzt in Venezuela abspielt. Auch ein sehr ressourcenreiches Land, das lange schon im Blickfeld der Imperialisten in Washington DC steht und dem wollen wir heute hier auch nochmal Ausdruck verleihen. Okay, das war's erstmal. Vielen Dank. Ja, danke, Heiner. Vielen Dank. Heiner hat es eben schon erwähnt. Am 28. und 29. Mai hat die deutsche Bundesregierung die Außenminister Lateinamerikas und der Karibik zu einer internationalen Konferenz nach Berlin eingeladen. Für Kritik sorgt allerdings, dass Venezuela als einziges Land nicht eingeladen wurde. Das heißt, der Außenminister darf nicht kommen. Venezuelas Botschafter in Berlin, Orlando Maniglia Ferreira, führte diese Entscheidung der Bundesregierung bei einer Pressekonferenz darauf zurück,
dass die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern derzeit an einem schwierigen Punkt seien. Als Zeichen der Solidarität bereitet die Tageszeitung Junge Welt zusammen mit zahlreichen weiteren Medien, Solidaritätsvereinigungen, Friedensorganisationen und Parteien eine parallel zu der Konferenz der Bundesregierung stattfindende Veranstaltung unter dem Motto Hände weg von Venezuela vor. Wir sind auch Mitveranstalter Hände weg von Venezuela, Anti-NATO-Gruppe, Koop, Anti-Kriegscafé, jede Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende, Perus, KP Chile und so weiter, Humboldt-Gesellschaft. Und wir haben deswegen auch Karten und es wird sicher sehr spannend, da sehr prominente Gäste zu erwarten sind. Auch der Außenminister Venezuelas ist eingeladen. Es gibt noch keine hundertprozentige Zusage, aber ein weiterer interessanter Gast ist zum Beispiel Carolus Wimmer von der KP Venezuelas.